Tschüssikowski und herzlich willkommen zum nächsten Part von Spider-Man 2. Hey! Hab dich! Ja, hallo zurück. Ach, ich wollte ein ungestelltes Foto. Ich möchte eine Fotojournalistin sein, die die Stadt so zeigt, wie sie ist. Wie dieses Foto von Peter Parker. Das war vor langer Zeit sein allererstes Coverfoto. Sowas will ich machen. Wow. Unglaublich, dass du das hast. Das erste Cover. Ich weiß noch genau, wann er das gemacht hat. Mr. Jameson, hier ist Peter Parker. Ich wollte Ihnen ein paar Fotos verkaufen. Naja, mein Onkel ist gestorben und die Hypothek ist fällig und... Parker, Ihr Leben interessiert mich nicht. Tut mir leid. Ich sitze vor dem Bugle bei einem Kaffee. Wenn Sie hier sind, bevor ich fertig bin, sehe ich mir Ihre Fotos an. Aber ich warne Sie, ich trinke schnell. Mr. Jameson, ich bin mit dem Rad auf der 5. Der Verkehr... Wenn Sie was wollen, strengen Sie sich an. Aber... Sind Sie jetzt New Yorker oder bloß irgend so ein gaffender Tourist? Ein New Yorker? Na, dann schreien Sie weg da und bahnen sich Ihren Weg. Und wenn's nicht weitergeht, fahren Sie außen rum. New Yorker finden immer einen Weg. Wissen Sie, wieso die Menschen hier leben? Wegen der billigen Mieten, der niedrigen Lebenskosten? Nein. Dieses gottverlassene Höllenloch ist die tollste Stadt aller Zeiten. Oh nein, Fische. Lassen Sie die Ausreden und machen Sie weiter. Boah, das stinkt. Oh nein, eine Baustelle. Ich schaffe es niemals. Konzentrieren, Parker. Ich will. Ich will den Leuten aber helfen, dass er sich festgefahren hat. Ja, Gummi drückt der mitten. Entschuldigung, darf ich mal durch? Sie sind New Yorker, Sie fragen nicht, Sie sagen es Ihnen. Sagen Sie, pass auf, Schwachkopf, die Straßen gehören mir. Hey, hau ab, du zweirädrige Plage. Hey, Schwachkopf! Ups, sorry, Verzeihung, ich muss mal durch. Mann, Parker, erbärmlich! Seien Sie ein Mann, zeigen Sie denen Ihre Männlichkeit. Ja, Sir. Moment, was? Fast geschafft. Ich fahre durch den Washington Square Park. Mein Kaffee ist gleich alle, Parker. Schwingen Sie Ihren Hintern hierher. Der Junge wird sich noch umbringen. Danke. Seien Sie nicht so schüchtern. Tut mir leid. Und keine Entschuldigung. Sorry. Ich meine... Augen auf die Straße. Aber Sie sagen... Konzentrieren. Wird er gerade ausgeraubt? Passiert hier ständig, Parker. Seien Sie ein New Yorker. Sei ein New Yorker. Die Stadt ist voller Menschen, Schatz. Spidey. Hey, lass ihn in Ruhe! Was hast du gesagt, du Bohnenstange? Hey, was gabst du so, du Tourist? Oh, war nur ein Witz. Das soll Spaß machen. Jetzt reicht's. Er kann was erleben. Reiß dich in Stücke, du kleiner Freak! Hat deine Mama dir diese Skimaske gestrickt? Die ist echt niedlich, im Ernst. Mach die Klappe zu, sonst stopf ich sie dir. Geschafft. Und es hat sogar Spaß gemacht. Alles okay? Ja, weil du zu Hilfe kamst. Danke. Mein Rad hat auch was abbekommen. Oh, wie komme ich jetzt rechtzeitig zum Bugle? Oh, meine Fotos, alle ruiniert, bis auf eins. May braucht das Geld.
Und ich diesen Job. Ich schaff das auch zu Fuß. Ich muss. Aus dem Weg! Ich bin ein New Yorker! Lasst mich durch, Leute! Das ist mal eine coole Nebenmission. Komm schon, komm schon! Wo ist er? Mr. Jameson? Peter Parker? Sie sind zu spät. Ich habe etwas für die Titelseite des Bugle. Ziemlich großspurig, was? Ich trage mein Selbstbewusstsein jetzt nach außen. Wie ein New Yorker. Parker, das ist schrecklich. Miese Beleuchtung, grottenschlechter Bildaufbau. Nur Gott weiß, warum Sie noch Filme verwenden wie ein Höhlenmensch. Und Ihre Nase blutet. Aber Sie haben Glück. Ich brauche ein Bild von dem Spinnenfreak für die Titelseite morgen. Glückwunsch! Sie sind jetzt Bugle-Fotograf. Wirklich? Danke, Sir. Sie werden es nicht bereuen. Cool. Alles okay? Du starrst das nämlich schon seit circa 5 Minuten an. Ja, ja. Also, kannst du mir sagen, wie ich Peter Parker treffen kann? Du willst sie nicht kopieren. Mach dein Ding. Was ich dir sagen kann, ist, dass er gelernt hat, seine Ziele zu verfolgen. Und bei Problemen einen anderen Weg zu finden. Gut. Ich werde einen anderen Weg finden. Gib mir ein Actionfoto für den Bugle. Oh, klar. Gerne. Passt das? Ja, und neig dich im Sprung nach links für ein Silhouettenbild. Okay. Geht klar. Achtung. Fertig. Spring! Yeah, Spidey. Bis zum nächsten Mal. Achtung, Tuthähne! New Yorker im Anmarsch! Anzugtechnologie. Wie viel brauchen wir denn für die nächste Technologie? 6 Marken! Ach du Scheiße. Wir haben jetzt Schnellreise freigeschaltet. Sie auch zum Sterben zurücklässt? Nur wenn es sein muss. Hör mal, diese Sekte muss gestoppt werden. Komm mit, dann geht's leichter, aber ohne dich geht's auch. Wenn ich mitkäme, könnte ich sie im Auge behalten. Ich weiß, was das Motiv ist. Das dürfte Robbie gefallen. Die Tochter meines besten Freundes hat das gemalt. Sie hat mir eine Skizze gezeigt, bevor sie losgelegt hat. Was wäre New York ohne seine Menschen? Ist das Jonah? Parker, lass mich runter! Parker! Was ist das? Heldenmarken 4. Das machen wir. Weil eigentlich müssten wir jetzt... Ja. Geil! Habt ihr schon mal von Kriminellen gehört, die nach der Haft bessere Menschen waren? Ich auch nicht! Aber Quentin Beck möchte uns das glauben lassen. Nach zahlreichen Coups, unvergesslich wie Spider-Man, wie ein Depp mit einem imaginären Schulbus voller Kinder herjagte, während er sich mit Diamanten im Wert von 2 Millionen davon machte, landete er endlich da, wo er hingehört, hinter Gittern. Jetzt ist er raus und will, dass wir ihn als vollständig rehabilitiert wieder in der Gesellschaft aufnehmen.
Ich sage Ihnen jetzt mal was. Menschen ändern sich nicht. Einmal kriminell, immer kriminell. Ich weiß nicht, ob ein Fehler in unserem Rechtssystem vorliegt, aber dieser Mann hat seine Schuld noch längst nicht beglichen. Vertrauen Sie diesem Betrüger. Die anderen wissen nicht, wie man eine Spinne fängt. Sehen! Spider-Man schon! Haustiere gehören an die Leine. Vor allem diese hier. Alter, wir brauchen die Venom-Fähigkeit. Wir sind zu schwach. Wir sind zu schwach. Wir brauchen einfach die Venom-Fähigkeit. Ach, Gott sei Dank kriegen wir gleich mehr Leben. Tun wie sonst, oder? Wie lange verfolgst du die Kerle schon? Ein paar Wochen. Hab Gerüchte über sie gehört. Sie hinterlassen Tote. Und ihnen liegt sehr viel an der Purpurstunde, was auch immer das ist. Der heiße neue Club in Hell's Kitchen? Wow, das ist mir einfach so rausgerutscht. Wer sagt sowas? Ich doch nicht. Ja, und wir können gemeinsam ein doppelten Thema auswählen. Wenn ich mit Musik gefahren bin. Links gehört mir. Wir sind gut in Form. Woran erkennen wir Ihren Boss, wenn wir ihn finden? Diese Leute scheinen nicht sonderlich subtil zu sein. Sehen wir uns um. Der Aussteiger, den ich gerettet habe. Wenn er schlau ist, hat er den Start längst verlassen. Ich glaube, die sind noch nicht lange hier. Vielleicht höchstens einen Monat. Hierauf. Wir können hier lang. Ausschalten und weitergehen? Klingt gut. Also, es ist anderthalb Jahre her seit... Wie ist es dir ergangen? Den Smalltalk kannst du dir sparen. Wir sind zum Arbeiten hier. Du bist unser neuer Funke, nicht? Wie fandest du das Buch der Flamme? Faszinierend. Ich sehe dich... Ja! Spider-Man! Das ist kein Smalltalk für mich! Ich hab mich um dich gesorgt! Mir geht's gut. Ich war wütend und nachlässig. Jetzt bin ich voll da. Stabil. Noch keine Spur von Ihrem Boss. Gehen wir weiter. Ja, es hat nicht so ganz gut funktioniert. Versperrt. Wenn ich sie aufbreche, geht bestimmt ein Alarm los. Funktioniert wohl ohne Schlüssel. Irgendwo hier lässt die sich entriegeln.
Die Tattoos zeigen in der Sekte die Hierarchie an. Soll das etwas Gutes sein oder etwas Schlechtes? Wie kann irgendwas davon gut aussehen? Neue Rekruten werden nach dem Beitritt wohl in Paare gruppiert. Gut, um alle im Auge zu behalten. Warte, ich habe eine Idee. Willst du das der Klasse mitteilen? Sieh nur zu. Aha, die Tür öffnet sich nur, wenn sie das richtige Paar Tattoos erkennt. Ich hab meins. Siehst du jemanden mit einem Hephaistos-Tattoo? Bitte nicht aufwachen. Und nicht das Tattoo, das ich suche. Toll. Wer sagt's denn? Aller guten Dinge sind zwei. Geil. Und hast du irgendwelche Tattoos? Nur das von Spider-Corps Grabstein. Komm schon, wirklich? Wenn du nochmal abhaust, wird er nicht so gnädig sein. Vertraue der Flamme, denn alles brennt. Denn alles brennt. Hast du das vor? Gut genug. Sehen wir nach den Gefangenen. Wir holen dich irgendwie raus. Wenn die Flamme euch lässt. Wir bringen dich schnellstmöglich raus. Bitte. Ich sollte gar nicht hier sein. Ach du Scheiße. Wir wollen dir helfen. Nicht so laut. Wir bringen dich hier raus. Die Türsteuerung ist nebenan. Schnell! Wie viele Anhänger sind in dem Gebäude? Ich weiß es nicht. Viele. Wenn wir durch diese Türen gehen, werden wir gesehen. Wenn das die Anhänger der Flamme sind, hält die Flamme dann da unten hoch? Ich glaube nicht. Das kam unerwartet. Na, scheiße. Alles okay mit dir? Links! Alles brennt. Dieser Raum hat wohl keine anderen Ausgänge. Hoffentlich gibt es hier noch mehr als diesen Bildschirmschoner. Irgendwo die Türsteuerung? Na, ich weiß nicht. Hier laufen die Zellenkabel entlang. Na los! Wir müssen echt aufhören, uns so zu treffen, Yuri. Sonst glauben die Leute noch, du willst mich töten. Ich hätte nie gedacht, dass du noch mal jemanden überlistest, einem deiner Clubs beizutreten. Liebe ist nie eine List. Nichts davon ist Liebe. Ich habe die Hand ausgestreckt, als es niemand sonst tun wollte. Ich wette, du oder das Narrenfeuer hätten das nicht getan. Aber was wäre nötig, damit du mich auch liebst? Verrate mir dein Versteck, dann zeige ich's dir.
Das Krankenhaus nördlich von Astoria. Ist jederzeit willkommen. Wenn ihr würdig seid. Du wusstest die ganze Zeit, wer die Flamme war? Nein. Ich hatte einen Verdacht, aber ich wusste es erst, als ich ihn sah. Die Welt, woher kennt ihr zwei euch? Er hatte eine ähnliche Gruppe, als ich ein Kopf war. Ich nahm sie hoch, aber er entkam. Ja. Du hast mich getroffen mit einer Waffe. Die Flamme wird das lieben. Nachdem wir die Gefangenen befreit haben. Jemand von uns wurde angegriffen. Wir werden sie finden, Spider-Man. In a minute. If the police haven't realized what happened yet, they will soon. Hey, ich hab hier was. Ich will doch hier gerade die Tür einziehen. Mehr Anhänger. Nur dort geht's raus. Warte hier. Wir gucken, dass es sicher ist. Du willst die Tür aufmachen? Wieso nicht? Okay, das Wichtigste zuerst. Woher weiß er, wer du bist? Meine Stimme. Als ich ihn als Polizistin jagte, gefiel sie ihm. Fand raus, wer ich war, um mir zu sagen, dass ich scheiße. Ich erledige die Unwürdige. Achtung! Was weißt du noch über ihn? Als wir kurz davor waren, ihn zu fangen, sagte er ihnen, dass es Zeit sei. Er hat sie umgebracht, damit niemand mit uns redet. Und sie ließen es zu. Wer ist denn da? Das ist das erste Mal, dass du ihn gesehen hast, seit er entkommen ist? Ich habe lange versucht, ihn aufzuspüren, aber andere Fälle kamen dazwischen. Ich wusste aber, dass er nicht weit ist. Flamme, flach meine Hand! Und die Anhänger der Flamme? Sind die wie seine alte Gruppe? Die alte Gruppe war klein. Vorsichtig. Diese Leute hier. Ich weiß nicht, was größer ist, ihre Anzahl oder ihr Selbstvertrauen. Alter, den hat's gescheppert. Er hat eine Gehirnerschütterung. Hoffentlich liegt er im Koma. Hoffentlich liegt er im Koma, echt ey. Was für eine erbärmliche... ja. Wir brauchen nicht lange zum Krankenhaus. Yuri! Das ist die offensichtlichste Falle aller Zeiten! Und ich kenne Trapster. Wir können nicht warten. Du weißt nicht, wie er ist. Ich weiß, dass es nichts bringt, wenn wir reinstürmen und sterben. Wir brauchen einen Plan. Ich schaue mir die Krankenhausbasis an und checke, dass alles sicher ist. Zufrieden? So kann man es auch ausdrücken. Oder auch als etwas weniger gestresst. So, dann wollen wir mal unsere Heilung zweimal aufleveln. Und jetzt können wir nämlich jede Zeta-Treffer mit einer Kombo gewährt dir ein wenig Gesundheit. Oder Treffer mit dem Netzschild gewähren dir ein wenig Gesundheit. Jeder 10. Treffer
mit ein, in einer Combo. Hört sich schon mega an. Und jetzt wollen wir wieder 8 Heldenmarken und dann 10 Heldenmarken. Jetzt wird es andere Schaden. Was haben wir hier bei Schaden? Geht nicht mehr. Fokus. Fokus durch Angriffe auf eingeschworene Gegner. Ja, können wir mal machen. Sollen wir hier? Wert einen extra Boost auf den Punkt gesprungen, sodass die Lande noch einen schon. Nee, das hört sich nicht so sinnvoll an. Das hört sich erstmal nicht so sinnvoll an. Wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal wieder auf Suche von Heldenmarken. Auf 18 Heldenmarken. Das ist eine enorme Zahl. Aber CE Kombo-Treffer erhöht die Gesundheit, ist doch schon mal eine nice Sache. Gut. Machen wir noch Jägerspionage. Ah, ist gar nicht mehr da. Nee, ist gar nicht mehr da. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir ein Foto. Ich will den Part auch nicht zu lange machen. Wie lange nehmen wir das schon auf? Ah, es geht ja noch. Wir können auch mal bei Anzugtechnologie gucken. Was bringt denn jetzt alles Jägerbasen und die Flamme? Haben wir alles noch nicht so freigeschaltet, glaube ich. Oder die anderen Sachen haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Geräte. Können wir hier was upgraden? Komm, wir stellen es einfach mal her. Hier ziehe Wurfobjekte aus dem Gegner heran, sodass sie auf Gegner prallen. Was haben wir hier? Erhöht die Schussmunition um 1. Ja, komm. Hier brauchen wir seltene Technikteile, die haben wir gerade eben nicht. Komm, das können wir auch mal machen. So, Fähigkeiten haben wir 9 gerade zur Auswahl. Was haben wir hier? Sturm zieht Gegner, weil zieht Gegner von weiter entfernt. Ja. Wir haben zwar hier das alles noch, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch dauert. Wir machen weiter mit dem Brawler-Versteck. Da kriegen wir seltene Teile. Ja, komm, das machen wir. Dazu wechseln wir in Spider-Man. Wir können aber nochmal Anzüge gucken, ob bei Miles ein neuer Anzug gekommen ist. Purple Rain, Purple Rain, Purple Rain. Ich glaube, das ist der Anzug, den wir bei denen ganz oft anhatten, oder? In dem Let's Play von Miles Morales. Wir haben keine Heldenmarken kostet der. Okay, nein, dann kaufen wir auf keinen Fall. Ich nehme wieder den da. Dann hat das, ja. Und bei Peter, was haben wir hier? Den haben wir neu bekommen. Den können wir uns sogar noch so leisten. Den könnten wir uns auch leisten. Könnten auch den unglaublichen, also den klassischen Spider-Man-Anzug nehmen. Der will ich nicht. Ich glaube, mit dem ist er ganz gut aufgestellt eigentlich. Gut,
Sorry, dass wir die letzten Parts keinen Ton hatten. Also das ist jetzt nicht der letzte Part gewesen oder der allerletzte Part, aber da waren Parts dabei, die halt keinen Ton hatten. Ich würde aber auch... Alter, lol. Ich habe eine neue, also ich habe keine neue Uhr, ich habe die Uhr, die ich meiner Mutter zum Weihnachten schenken will, an. Und deswegen, da sieht es ein bisschen anders aus als bei mir. Es sind zwei Huawei Watch Uhren, also Smart Uhren. Huawei Watch GT2e ist meine und Huawei Watch GT3 ist die von meiner Mutter. Und muss schon sagen, also ist jetzt kein Product Placement oder so, aber die Uhr ist echt gut von ihr. Also die zeigt dir an, die Route, die du gelaufen bist, also die zeigt dir auf der Uhr, kannst du sehen, wie du wo gelaufen bist. Und das ist schon ganz geil eigentlich. Ich muss die Jäger stoppen, bevor jemand verletzt wird. Zeig mir meine gute Jagd. Wie wär's mit einer Jagd auf das Bremspedal? Jetzt gehörst du uns. Ah, jetzt war es eine andere Taste, das war unfair. Darf ich keine Knöllchen verteilen. Ihr Jäger wird pleite. Gut, dann... Ich weiß nur, dass man mit der App... Gefunden. Diese falschen Spider-Bots werden offenbar von Dritten angepingt. Jemand anders verfolgt sie also? Genau. Ich muss nur herausfinden, wer. Alle weiteren Bots, immer her damit. Ich brauche so viele Daten wie möglich. Gut gemacht, Genki. Wir kommen der Sache langsam näher. Ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie man jetzt so im GTA müsste schon wieder spielen. Ich habe gerade überlegt, Charakterwechsel in GTA, wie das nochmal ging. Ah, das waren noch Zeiten. GTA Online, Leute, seid ihr so lange schon dabei? Hä? Bin doch völlig falsch. Warum wird das Spider-Man da hinten angezeigt? Thank you.
Koordinaten zeigen ein Versteck oben beim Braxton-Gebäude. Ah, ich glaube, das habe ich schon gesehen. Das habe ich schon gesehen im Video. Wie sieht das Zeug nur aus? Zu deiner Kiste geschickt und vergessen, Laser zu erwähnen. Da wären wir. Das habe ich schon gesehen. Die habe ich in einem kurzen Livestream gesehen. Gut, ich würde sagen, für heute reicht mir aber an Spider-Man Action. Ich bin Mann 1, habt Fun, Tschüssikowski.